Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Chroniken der Drachenwacht. Ja, ich bin immer noch in der Höhle unterwegs, auf der Suche nach Diamanten. Ich hoffe, wir haben heute etwas mehr Glück. Beim letzten Mal haben wir nicht wirklich viel gefunden. Genau, da ist dieser Enderman, den wollen wir nicht unbedingt. Ich überlege gerade, wo waren wir denn noch nicht? Ich meine, weiter hinten wird es noch weitergehen. Das heißt, da könnte man mal ein bisschen Leuchtung. Mit dem will ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Dann mal was essen. Ich glaube, von der Tiefe her sollte man dann schon so weit sein, dass wir da was finden könnten. Die Frage ist nur, wie kommt man da am besten runter? Eigentlich hier könnte man gut absteigen. Da schießt wer auf uns, aber ich sehe ihn nicht. Ach, da ist wer. Und da geht's runter. Dann haben wir hier noch was. Okay, da geht es auch runter. Können wir mal hier ein bisschen Licht machen. Ist relativ finster in die Höhlen. Okay, dann da gehen wir mal nicht weiter. Da geht es bergab. Da stöhnt auch schon wieder jemand. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück. Fall ein recht langer Gang, den wir da folgen können. Was war jetzt los? Es hat uns wieder zurückgeschleudert. Wieder eines dieser Phänomene. Sind wir alleine? Ja, es ist keiner da. Das heißt, wir haben aktuell jetzt keine großen Probleme. So, da geht es ja doch wieder ein Stück runter. Da geht es richtig runter. Vielleicht haben wir jetzt den Weg gefunden, den wir die ganze Zeit schon suchen. Da ist eine Spinne, die attackiert uns aber nicht. Oh ja, doch jetzt. Da war wieder so die Welt kurz stillgestanden. So, dann gehen wir mal kurz da rein. Schauen wir mal, wie weit hier der Gang hier geht. Ah, es geht auch ordentlich runter. Da ist ein Creeper. Aber den könnten wir so erledigen. Okay, da geht es dann wieder nach oben. Da werden wir wahrscheinlich nicht so viel finden. Wir schauen trotzdem mal, was hier los ist, wohin der Gang führt. Da kommt auf jeden Fall Wasser runter. Geht's doch ordentlich rauf wieder. Da geht's dann noch weiter, oder ist das eine Sackgasse? Schauen wir mal. Okay, da ist aus. Haben wir noch Fackeln? Nö, schauen wir mal. Doch, da haben wir 48. Gut, das heißt, der Gang ist sauber. Dann können wir hier auch mal das Wasser abdrehen. Das braucht keiner. Ah, jetzt. Nehmen wir das Eisen mit und dann gehen wir wieder runter. Da hätten wir noch ein bisschen Kohle. Gut. Haben wir auch noch ein
bisschen Kohle mitnehmen. Aber eigentlich wollen wir ja Diamanten haben. Aber ich finde es halt immer schade, wenn man Ressourcen quasi zurücklässt. Und solange wir Platz haben, ist das ja alles kein Problem. So. Oh, es ist tiefste Nacht, das heißt, wir sollten schlafen. Das müsste hier eigentlich auch recht gut gehen. Da haben wir alles gut ausgeleuchtet. Nur für den Fall, dass irgendwer am Server kommt. Wir sind ja zum Glück hier in der tiefsten Ferne, abseits der ganzen Zivilisation. Da kann eigentlich nicht wirklich viel passieren. So, da war nix, da war nix. Mal hier noch irgendwo was, da ist auch nix. Da halt mal Eisen, das werden wir noch mitnehmen. Kein Platz mehr für Eisen. Oh. Okay, was lassen wir da? Das brauchen wir nicht. Genau, das Eisen ist mir aktuell eigentlich wichtiger. So. Okay, dann geht's hier rauf. Schauen wir uns den Gang an. Nicht, dass uns da dann wer von hinten überrascht. Da wäre Kohle. Da ist Eisen. Okay, da geht's weiter runter. Den haben wir mal erwischt. Dann schauen wir uns den Gang hier an. Wo der hinführt. Der führt zu dem zurück, wo wir schon waren. Genau, und da ist ja noch der Gang, wo wir auch noch reinschauen wollten. Schauen wir mal, wie tief wir da reinkommen. Ja, da geht's hier, ist nichts mehr. Ich glaube da, na wobei, da geht's auch wieder ein Stück runter. Mal, wie weit wir da runterkommen und wir da irgendwas finden. Ein paar Diamanten wären ja schon nett. Aber es schaut auch eher so aus, wenn es da bald wieder aus ist. Da haben wir auch nichts. Der Gang hat hier gar nichts. Außer hier ein bisschen Kohle, aber sonst. Die nehmen wir halt noch mit. Aber sonst ist da nicht wirklich was zu holen. Gut, dann haben wir hier noch ein bisschen Kohle. Aber auch nicht wirklich das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen Diamanten. Hauptsächlich. Ich meine, Gold war auch nett, dass wir das schon in der Höhle gefunden haben. Für unsere Bahnarbeiten. Aber Diamanten für neue Werkzeuge. Das wäre schon cool, wenn wir das auch noch finden würden. An Kohle haben wir hier mehr als genug. So, da war noch Eisen versteckt, das werden wir auch noch mitnehmen. Sonst war hier ja nichts mehr. Gut, dann gehen wir weiter. Da war nichts, da war nichts, da war Kies. Hier war Eisen, da ist relativ ruhig gerade. Das heißt, dann können wir da auch in Ruhe mal das Eisen rausklopfen. Sonst ist hier auch nichts.
So, wo waren wir denn jetzt? Ich glaube, da hinten, da geht es weiter genau. Oh, hallo. Da ist er. Noch mehr Eisen. Es kommt wer? Nö. Dann nehmen wir das schnell mit. Okay, da ist der andere Gang. Kohle zum rausholen, die wir jetzt aber nicht brauchen, aber das Eis nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Kohle können wir dann am Retourweg mitnehmen, weil sonst ist hier nichts. Da war es relativ dunkel. Mal ausleuchten. So. Dann schauen wir mal, was der Raum noch zu bieten hat. Da geht's rauf. Da geht es auch weiter. Das heißt, wir werden einmal hier schauen, was hier los ist. Von hinten kann niemand. Oh. Ja, gut. Ah, wir haben ja Eisen, können wir uns hochbauen. Geht's wieder ordentlich nach oben. Das heißt, wir werden uns da erstmal ein paar neue Fackeln machen, bevor da wieder wer kommt. Die eine Karotte braucht kein Schwein. Okay, da geht's wieder runter. Da ist nix. So, wohin gehen wir? Da sehe ich gerade niemanden. Dann werden wir mal hier in den Gang reingehen. Okay, da ist alle, da hinten ist nix. Dann werden wir hier in den Gang reinschauen. Mal das Wasser wegnehmen. Und da hinten höre ich schon wieder wen. Da müssten irgendwo, da ist ein Halunke. So, wo geht's hier weiter? Okay, da wäre noch ein Gang. Und können wir mal da wieder ein bisschen was an Ressourcen rausklopfen? Nehmen wir das Eisen wieder mit. War hier hinten noch was? Nö. Aber das ist immer verwinkelter und verwinkelter, das Ganze. Wie weit geht's denn da noch weiter? Oh, da geht's wieder rauf, da geht's noch weiter runter. Da oben lauert schon jemand, den holen wir uns. Dann gehen wir mal hier rauf. Au. Das war vielleicht nicht ganz so schlau, den Pfeil da anzubohren. Oh, oha. Da haben wir einen Ausgang gefunden. Okay, dann werden wir das anders machen. Jetzt werden wir das als Ausgang markieren. Mal schauen, wo wir da rauskommen. Sind wir doch schon wieder so hoch?
So, wir kommen nämlich jetzt, wo sind wir denn da? Okay, da ist Wüste, da hinten haben wir schon ein neues Akazienbiom. Wir sind immer noch alleine auf dem Server. Wo war denn da der Eingang? Den sollten wir uns vielleicht auch noch ein bisschen markieren. Upsala. Und mal schauen. Es wird langsam finster. Das heißt, wir könnten hier eigentlich in Ruhe unser Bett aufbauen. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal reinschauen in die Höhle. Okay, mein Kater malträtiert gerade meine Bank wieder. Und die ist eh schon bisschen zerlegt oder ordentlich zerlegt. Upsala. So. Genau, da wollte ich noch schauen, wo es da hingeht. Das Schöne ist auch bei dem Eingang, es geht relativ schnell steil hinunter. Aber nicht so tief, dass wir da gleich was finden. Ist wieder nur Kohle. Okay, und da haben wir eine Sackgasse, da ist aus. Also wirklich Glück hatten wir bis jetzt nicht, was Dinge wie Diamanten betrifft. Mehr Kohle. Nehmen wir die zumindest noch mit. Wir brauchen Diamanten, aber irgendwie bis jetzt hatten wir kein wirkliches Glück hier drinnen. Andererseits, es gäbe ja noch die Schlucht. Da ist nur die Frage, finde ich da den Weg überhaupt dann wieder zurück zu der Schlucht? So, das Eisen, das holen wir auf jeden Fall noch raus. Genau, weil hier ist der komplette Ausgang. Jetzt müssten wir eigentlich dann auch die Fackeln eigentlich ändern. Die Leute wissen, falls mal nach mir wer rauskommt, dass hier auch rausgeht. Zwar die Fackeln links wieder machen. Aber hier geht es genauso zurück. Da können wir eine noch reinsetzen. Dann war ja, glaube ich, hier hatten wir hier noch was zum Aufdecken. Da war ja nichts. Gut, da hätten wir noch die ganzen Eisenvorkommen. Jetzt mal rausklopfen können, beziehungsweise schauen, ob da irgendwo hinter den Kies vielleicht doch auch mal was versteckt ist. Doch, da ist was. Da geht's noch ein Stückchen weiter. Aber auch nicht wirklich sehr weit, oder? Wobei, da geht es auch wieder ein bisschen bergab. Aber schaut auch nicht, weil da ist der Gang. Schaut im ersten Moment auch nicht danach aus, wie wenn da noch irgendwo was wäre. Oder? Oh, doch. Geht's auch noch weiter. Aber es sind alles immer nur so kleine Gänge, nichts Großes. Aber Eisen hätten wir hier noch.
Dann können wir hier wieder rauf. Dann war ja hier war nichts Offensichtliches. Warte, schauen wir mal. Genau, da ist der Gang, wo wir hergekommen sind. Ein Stück rein, aber schaut nicht so aus, dass man da wirklich genau, weil das ist dann wieder von oben. Okay, das braucht man nicht, aber hier können wir zumindest das Eisen noch mitnehmen. Oh, was ist hier? Also da ist nur der Sand, der Kies, der da abgestürzt ist. Aber da oben ist, glaube ich, sonst ja nichts mehr. Oder? Sind da noch Gänge? Nö, das ist alles nur. Nö, da ist nichts mehr. Das ist jetzt die Frage, wollen wir da weitergehen oder nicht? Wollen wir noch in der Höhle bleiben? Oder wollen wir doch wieder rausgehen? Wir hätten noch hier Eisen, aber sonst war doch da nicht mehr wirklich viel, was wir noch mitnehmen können. Nicht geplant. Aber da ist irgendwie nichts gerade. Nichts zu finden. So, da hätten wir noch Kohle. Da haben wir noch Eisen. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ich glaube, sonst war ja hier nichts mehr, genau. Ja, da geht's runter, da haben wir schon alles gesehen, da haben wir alles gesehen. War hier irgendein Gang, wo wir noch nicht waren? Ah ja, hier hinten. Da könnte man noch reinschauen, ob da noch was versteckt ist. Es geht hier auch eher nach oben als nach unten. Aber zumindest hier sind irgendwo noch Gegner, die wir bekämpfen können. Genau. Ansonsten ist da auch nicht wirklich was zu holen. Ja, da ist wieder eine Sackgasse. Also da ist auch nichts. Okay, na also in dem Fall, also müssen wir jetzt wirklich überlegen, bleiben wir oder gehen wir? Ich hätte schon noch Lust, weiter zu die Höhle zu durchforsten. Die Frage ist, habt ihr noch Lust? Wollt ihr noch mehr sehen? Oder sagt ihr, nö, wir sollen anders mal wiederkommen? Dann würde ich sagen, werde ich an der Stelle die Folge beenden. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei den Chroniken der Drachenwacht.
Tschüss.